Hey Leute, ich bin's, der Tutorial Mensch, und heute zeige ich euch, wie ihr ein Spinny Wheel in Roblox Studio erstellt, das sich halt dreht und dann bekommt ihr irgendwas. Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass ich... Oh mein Gott, ich habe Naja bekommen. Geil. Und wenn ihr keine Lust auf so ein Spinny Wheel in 3D habt, dann ist dieses Tutorial auch für euch, weil ich zeige euch basically nur, wie ihr dieses GUI macht, welches einfach nur hier raufgeklatscht ist, und ihr könnt das ganz normal auch in einem Screen GUI verwenden. Vorweg sollte ich über dieses Spinny Wheel sagen, ich werde euch nicht zeigen, wie ihr jetzt ein GUI erstellt, das sich an die verschiedenen Optionen anpasst. Ihr werdet fix 5 verschiedene Optionen haben, weil es einfach leicht ist und ich hasse GUI in Roblox Studio. Außerdem wird es so ein Fake Spin Reel sein, bei dem im Vorfeld der Server schon weiß, dass ihr Müll bekommt, und dementsprechend könnt ihr hier auch Sachen drauf haben mit einer Chance von 11%, obwohl es genauso groß ist, und ihr werdet es trotzdem nicht bekommen, weil die Chance halt nur bei 11% liegt. Oder? Ja, schon wieder, naja. Komm, noch einmal. Noch einmal. Einmal noch. Komm. Und ich bekomme, bro. Und ich würde sagen, wir legen dann erstmal los. So, als allererstes braucht ihr natürlich ein Spinny Wheel. Das könnt ihr euch basteln, indem ihr Parts erstellt. Wenn ihr nicht wisst, wie man Sachen in Roblox Studio baut, schaut euch meine Roblox Studio Lernfolge zum Model Tab an. Da zeige ich euch, dass ihr oben auf den Model Tab klickt, dann auf Teil. Oh mein Gott. Es ist halt alles auf Deutsch übersetzt, dann auf Teil. Und dann könnt ihr anfangen, hier einfach ein bisschen was zu bauen. Ziehen wir hier einen Ständer hoch, haben wir noch ein Part hier vorne ran. Blub, blub. Wichtig ist natürlich, dass alle Sachen, die ihr auswählt, oben geankert werden. Gott, diese deutsche Sprache, ich verstehe sie nicht. Er klickt unterm Teil hier drauf, macht dann einen Zylinder. Den Zylinder haut er davor, drückt einmal STRG-T und dann könnt ihr ihn einfach hier ein bisschen kleiner machen und in die anderen Richtungen ein bisschen größer machen. Solltet natürlich darauf achten, dass er an den Stellen gleich groß ist. Und da ich keinen Bock habe, das Ganze nochmal neu zu bauen, lösche ich das alles hier und nehme einfach das, was ich schon habe. Die ganzen Sachen packt ihr in ein Model, in dem ihr sie alle auswählt und STRG-G drückt. Das Wheel benennt ihr um in Wheel. Den Button könnt ihr auch umbenennen in Button, weil irgendwo muss ein Proximity Prompt rein, über das ihr das Spinny Wheel aktiviert könnt. Und in das Proximity Prompt packt ihr natürlich ein Script rein. Wenn ihr bis zu dieser Stelle nicht folgen konntet, dann habt ihr auf jeden Fall noch nicht die Basics von Roblox Studio drauf, und ich empfehle euch, die Roblox Studio Lernserie anzuschauen. Die ist oben auf dem i verlinkt, zumindest zu dem Part, in dem ihr den Model-Tab und den View-Tab drauf habt. Vielleicht auch noch so ein bisschen Scripting anfangen. Wäre auf jeden Fall angebracht. Das GUI hier drauf ist ein Surface GUI. Ihr geht also einfach auf, ich nehme das hier einfach mal raus, blub. Ihr geht also einfach auf euer Wheel, drückt aufs Plus, fügt ein Surface GUI hinzu und dann müsst ihr auswählen, dass das Face entweder right oder left ist. Bei mir wäre es jetzt right, vielleicht ist es bei euch left. Ihr seht es halt an dieser Umrandung, dass die am Face ist. Ihr könnt natürlich auch einfach mal ein Frame hinzufügen und gucken, wo der ist, und wenn der in der Front ist, dann ist er richtig. Ich schlage euch aber vor, dass ihr das GUI erstmal im Starter GUI Folder erstellt. Da fügt ihr ein Screen GUI hinzu. Und da fügt ihr dann ein Image-Label rein. Das hat den Vorteil, dass ihr es einfach besser bearbeiten könnt. Hier seht ihr mal das GUI, das ich erstellt habe. Wie gesagt, das ist ein Image-Label. Wichtig ist, dass ihr bei diesem Image-Label auswählt, dass es Anchor-Point 0,5 hat. Also schreibt ihr hier Punkt 5 rein und dann Enter. Das ist die Position Punkt 5 habt. Das heißt, ihr schreibt hier Punkt 5 rein und dann Enter. Und die Size 1 hat. Das heißt, ihr schreibt hier 1 rein und dann Enter. Dann ist es über den gesamten Bildschirm, damit es nicht über den gesamten Bildschirm rübergeht, wählt ihr bei Size Constraint relativ YY aus. Standardmäßig ist es so, und das sieht nicht gut aus. Aber wenn ihr relative YY habt, ist das gut, weil die Oberfläche von eurem Zylinder ist auch quadratisch. Und ihr braucht halt eine quadratische Größe, damit sich hier nichts verzieht, sobald ihr es angepasst habt. Als nächstes geht ihr in euer Image-Label rein und fügt dort verschiedene Frames hinzu. Also ihr fügt erstmal einen Frame hinzu. Der sieht dann so aus, ein ganz normaler Frame, der ist auch quadratisch. Bei mir ist er 0,25 groß in beide Richtungen. Position habe ich einfach per Hand angepasst, weil, wie gesagt, GUI ist mir zu anstrengend. Ich mache da jetzt mit euch keinen mathematischen Kram, um irgendwas cool herauszufinden, sondern ich positioniere es einfach per Hand und das wird dann schon passen. In den Frame packt ihr ein weiteres Image-Label rein für euer Bild, das angezeigt werden soll. Ein weiteres Text-Label, das habe ich Name genannt. Das ist eigentlich ein blöder Name, weil es ja schon eine Property namens Name gibt. Ihr könnt sie auch anders nennen. Und dann noch ein zweites Text-Label namens Wahrscheinlichkeit. Jetzt habe ich mir so gedacht, vielleicht sollte man den Namen oben und die Wahrscheinlichkeit unten hinpacken. Das liegt ganz bei euch. Ihr könnt es gestalten, wie ihr wollt. Meine Gestaltung ist jetzt nicht so schön. Aber wie gesagt, ich mag keine GUIs und ich werde hier nichts mehr anpassen. Das ist jetzt einfach so, wie es ist. Euer Aspect Ratio Constraint könnt ihr ignorieren. Das wurde automatisch hinzugefügt und ich zeige euch auch gleich, wie. Zu dem Text habe ich natürlich überall noch eine UI Stroke hinzugefügt mit einer Thickness von 5 Pixeln. Das sieht jetzt auf einem Screen GUI sehr dick aus. Da könnt ihr es vielleicht niedriger machen. Aber wenn ihr es dann in einem Surface GUI habt, dann ist es wahrscheinlich sogar ein bisschen zu dünn. Mal gucken. Hängt davon ab, wie viele Pixel per Inch ihr einstellt. So, wenn ihr das erstellt habt, sollten wir uns vielleicht mal um das Background-Image kümmern. Das habe ich bei mir Background genannt. Und es ist ja schon diese Spinny-Wheel-Textur drin. Die könnt ihr euch einfach rauskopieren. Ich habe die einfach in Illustrator erstellt und hochgeladen. Ihr kopiert euch einfach diese ID, die hier steht, 16063553.
8, 9, 5. Das schreibt ihr rein, dann Enter, dann wird das automatisch ergänzt und dann habt ihr einfach diesen Hintergrund. Ihr könnt natürlich euren Hintergrund auch selber machen. Einfach in irgendeinem Programm, in dem ihr malen könnt, malen. Dann könnt ihr meinetwegen auch mehr als 5 Optionen machen oder weniger als 5 Optionen. Ich habe mich jetzt für 5 Optionen entschieden, weil es eigentlich ganz gut aussieht. Und wenn ihr dann halt eure Option 1 hier habt, dann lasst ihr den Hintergrund auch noch weiß, drückt dann STRG-D, um sie zu duplizieren, zieht sie an die Stelle, an der die nächste Option sein sollte. Ich mache es übrigens so, dass Option 1 hier ist, Option 2 hier ist, Option 3 hier ist, also gegen den Uhrzeigersinn. Ist auch relativ wichtig, warum, also macht ihr es am besten auch so. Option 1 nennt ihr 1, Option 2 nennt ihr 2 und vor allem passt ihr noch die Rotation an, dafür geht ihr herauf, wählt dann aus Rotation minus 72, weil 360 Grad geteilt durch 5 ist 72. Das heißt hier minus 72, hier dann minus 144 und dann an die richtige Stelle ziehen. Aufpassen, dass ihr immer an der Stelle zieht, an der nichts ist, damit ihr den ganzen Frame ziehen könnt. Hier dann 144 und hier 72. Wenn ihr das alles angepasst habt, die alle umbenannt sind in 1, 2, 3, 4 und 5, dann könnt ihr sie natürlich alle auswählen, Background Transparency auf 1 stellen und dann habt ihr den Salat. Wenn euch das alles zu schwer ist, dann schaut euch meine Roblox Studio Lernfolgen zu GUI an. Da erkläre ich nochmal alles im Detail. Wenn ihr damit fertig seid, könnt ihr dieses Background-Ding hier übrigens öffnen mit Shift und Pfeil nach unten. Wichtig ist, dass ihr jetzt nicht den Background auswählt, sondern hier bei der 1 anfangt. Der Background darf nicht mehr verändert werden, der muss so sein, wie er ist. Dann geht ihr hier rauf, scrollt nach ganz unten, haltet Shift gedrückt und wählt das letzte aus, was ihr hier habt. Damit alles ausgewählt ist, außer der Background. Außer das Background-Image muss alles ausgewählt sein. Dann geht ihr auf Plugins, auf Autoscale Light und dann klickt ihr auf Add Constraint, Unit Conversion, Scale Text. Oder wenn ihr das Plugin sogar habt, dann geht ihr natürlich auf, bei mir ist es hier hinten, Autoscale Plus und Smart Scale. Dann wird alles für euch automatisch relativ angepasst und dann müsst ihr euch nicht mehr viel kümmern. Wenn ihr diese Plugins nicht habt, geht ihr in die Toolbox rein, dann oben links auf Modelle, wählt stattdessen Plugins aus, gebt hier ein Autoscale und ihr müsst Autoscale von Sekbytes wählen. Entweder Autoscale Plus, das kostet Robux von Sekbytes, oder Autoscale Lite, das ist kostenlos, auch von Sekbytes. Super Plugin, kann ich euch empfehlen, könnt ihr runterladen, ist sicher. Und damit wird euer GUI dann relativ angepasst. Wenn es dann relativ angepasst ist, dann könnt ihr alles wieder zuklappen, indem ihr Shift gedrückt haltet, auf diesen Pfeil hier klickt, blub, dann ist alles wieder zu. Macht einen Linksklick auf den Background, STRG C. Ihr könnt den Background dann auch ausblenden, indem ihr hier einfach mal Visible or False stellt, dann seht ihr das nicht mehr. Geht wieder zurück zu eurem Spinny Wheel, geht auf Wheel, fügt ein Surface GUI hinzu, weil ich das scheinbar vorhin entfernt habe. Deswegen gehe ich hier bei Face auch wieder rein, gebe Right ein und dann halte ich STRG und Shift gedrückt, drückt dann V, STRG, Shift, V, blub. Und das GUI ist drauf und sieht so aus, wie es aussehen soll. Mehr oder weniger. Tatsächlich sind die Outlines jetzt immer noch ziemlich dick. Das liegt aber daran, dass die Auflösung auch ziemlich schlecht ist. Wenn ihr ranzoomt, seht ihr diese ganzen Pixel. Um die Pixel zu verringern, geht ihr nochmal auf das Surface GUI und gebt hier unten bei Pixel per Start zum Beispiel sowas ein wie 150. Blub. Dann ist die Outline auf einmal viel dünner. Aber wenn ihr rangeht, ist es auch schön scharf. 150 Pixel per Start ist sehr schön scharf. Ihr könnt auch 100 eingeben, ist auch okay. Und es ist ein bisschen unschärfer, aber das liegt ganz bei euch. Eine weitere Sache, die ihr einstellen könnt, ist die Max Distance. Die würde ich bei mir auf, sagen wir mal, 150 stellen. Das sind dann 150 Stats, oder wie es jetzt in Roblox Studio heißt, 150 Noppen. Dieses Feld ist eine Noppe. Entfernt wird das GUI dann irgendwann ausgeblendet, wie ihr seht. Blub, 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 blub. Ausgeblendet, eingeblendet, ausgeblendet, eingeblendet. Einfach um Lag zu reduzieren. Wenn man weiter weg ist, muss man es ja nicht sehen. Und jetzt, wo wir den ganzen blöden GUI-Kram endlich aufgebaut haben, können wir uns ums Script kümmern. Im Proximity Prompt ist das Spinny Wheel Script drin und das öffnen wir jetzt. In dem Script steht natürlich nichts drin und wir fangen jetzt an, das zu schreiben. Wir brauchen auf jeden Fall den Treen Service, damit wir das später schön drehen können. Treen Service. Natürlich brauchen wir auch immer meine Conny Library. Conny Library ist require und dann diese ID hier. Könnt ihr einfach so abtippen. Und wir brauchen den Aufbau unseres Spinny Wheels. Das heißt, ich glaube, hierfür muss ich ein bisschen rauszoomen, damit ihr es auch alles sehen könnt. Blub. Dann ist der Code halt jetzt so groß. Das Proximity Prompt ist script.parent und das Real GUI ist Proximity Prompt.parent.parent.real.surfaceGUI.background, weil Script Proximity Prompt.parent.parent.real.surfaceGUI.background. Ist klar. Wenn ihr das Ganze in ein Local Script reinpackt, müsst ihr natürlich überall Wait for Child hinmachen. Einfach nur, um sicherzugehen, dass auch alles da ist. Und ich finde, wir sollten erstmal unser Spinny Wheel spinnen lassen mit einer Funktion, die nennen wir Spin. Die Funktion wird ausgelöst von einem Spieler über das Proximity Prompt. Also schreiben wir unten hin prox.trigger:connect:spin. So. Hier können wir jetzt Sachen reinschreiben wie print Spieler.name spinnt das.
Wheel. Und weil alles an unserem Wheel fake ist, damit wir auch immer schön die Kontrolle darüber haben, wie selten unsere Gewinne sind und es nicht den blöden... Sorry, ich habe die Aufnahme gerade kurz beendet und habe den Faden verloren. Wir machen einfach mal weiter. Und zwar, indem wir ein random Ergebnis picken. Wir wissen, wir haben 5 Optionen, das heißt, das Ergebnis ist ein random Ergebnis zwischen 1 und 5. Also sagen wir jetzt erstmal, Local Ergebnis ist gleich math.random 1,5. Dadurch wird eine zufällige Zahl zwischen 1 und 5 gewählt. Später zeige ich euch noch, wie ihr da richtig die Wahrscheinlichkeiten eingeben könnt. Aber wir wollen jetzt erstmal gucken, ob wir das Spinny Wheel auch gespinnt bekommen. Also berechnen wir die Rotation, die das Spinny Wheel haben muss, um entweder auf die Option 1, 2, 3, 4 und 5 zu kommen. Wichtig ist dabei, dass 1 ganz oben ist und es dann entgegen dem Uhrzeigersinn hochgeht. Sonst müsst ihr es einfach komplett andersrum berechnen. Das heißt, Local Rotation, die wir am Ende haben werden müssen, ist gleich minus 72. Weil, habe ich vorhin schon gesagt, 360 Grad, die ein Kreis nun mal hat, geteilt durch 5 Optionen sind gleich 72, plus das Ergebnis mal 72 und dann nochmal plus math.random minus 30 plus 30. Warum? Wir wollen ja nicht immer genau in der Mitte landen, sondern immer so ein bisschen um die Mitte herum. Wir könnten natürlich auch statt minus 30 und plus 30 36 nehmen, was ja die Hälfte von 72 ist, aber dann meckern vielleicht Spieler rum, wie knapp das ist. Wenn ihr das haben wollt, könnt ihr es natürlich super knapp haben und minus 36 plus 36 machen. Ich zeige euch jetzt aber erstmal, wie es aussieht, wenn wir das Ganze hier hinten weglassen. Ich kommentiere das aus und einfach nur minus 72 plus Ergebnis mal 72 machen, weil so testet ihr natürlich aus, ob es funktioniert. Also printen wir jetzt erstmal print Ergebnis Doppelpunkt Ergebnis, Rotation. Und dann müssen wir das ganze Ding natürlich noch rotieren. Dafür wollen wir später eine Animation haben. Die packen wir in eine separate Funktion. Die nennen wir Animate Rotation. Und die müssen wir natürlich jetzt auch noch einmal schreiben. Also schreiben wir Local Function Animate Rotation. Blub. Und erstmal schreiben wir hier einfach nur rein. WidgetUI.Rotation ist gleich Rotation. Später wird die Funktion das Ganze natürlich noch animieren, aber wir wollen, wie gesagt, erstmal gucken, ob es funktioniert. Also klicken wir oben auf Spielen und probieren jetzt unser Spinny Wheel aus. Wir gehen zum Spinny Wheel hin, aktivieren das Proximity Prompt mit E, blub, und wir haben Option 5 und das ist die Rotation 288. Wir sind genau in der Mitte von 5. Als nächstes steht im Output hier unten, ich mach's mal größer, Ergebnis ist 3 und 144. Ergebnis ist 5. Ergebnis ist 5. Ergebnis ist 3. Ergebnis ist 1. Ergebnis ist 4. Ergebnis ist 2. Und kriegen wir auch nochmal Ergebnis... Ne, wir hatten schon alle Ergebnisse. Also ihr seht, es funktioniert und es ist immer perfekt in der Mitte. Damit wir es jetzt nicht immer perfekt in der Mitte haben, sondern es aussieht, als wäre es zufällig gespinnt worden, fügen wir einfach plus math.random minus 36 plus 36 hinzu, weil 36 ist die Hälfte von 72. Aber wenn wir exakt 36 haben sollten, dann wäre es ja auch exakt auf der Hälfte und dann meckern Spieler vielleicht rum. Deswegen habe ich eben 30 vorgeschlagen. Und jetzt sehen wir hier 5, 2, und das war schon ziemlich knapp an der 2 vorbei, 4... Oh, sehr knapp. 2, 3, 3, 4, 2, 5, 1, 4. Es funktioniert. Wir wählen ein zufälliges Ergebnis und das Wheel geht dann auch auf dieses Ergebnis rauf. Sagen wir mal hier 32. Einfach nur, um sicher zu gehen, dass niemand meckert. Also werden wir jetzt das Spinny Wheel auch mal animieren. Zum Animieren nutzen wir den Tween Service. Und weil ein Tween eine Weile dauert und wir das Rad nicht drehen wollen, während ein Tween läuft, speichern wir uns den Tween, den der Tween Service erstellt, einfach in einer gesonderten Variable ab. Also schreiben wir Local Tween hier oben hin, geben der Variable aber noch keinen Wert. Der Wert wird hier festgelegt, indem wir in der Animate-Funktion schreiben, Tween ist gleich TweenService, Doppelpunkt, Create. Und dann wird ein Tween erstellt mit dem WheelGUI. Ich mach's mal in verschiedenen Zeilen, damit es besser lesbar ist. Also WheelGUI, dann brauchen wir eine Tween-Info, Punkt, New. Und ich würde sagen, es dreht sich ganze 6 Sekunden lang. Damit spannend ist, wählen den enum.easingStyle.quint. Ich würde gern Exponential nehmen, aber ich habe festgestellt, dass das mit Exponential so ein bisschen laggy ist am Ende. Ich weiß nicht warum. Quint ist relativ nah an Exponential, deswegen habe ich Quint gewählt. Und dann enum.easingDirection.out, damit es nach außen hin langsamer wird, aber schnell anfängt. Dann drücken wir hier hinter Komma und legen dann fest in einem Table, dass die Property Rotation angepasst werden soll, und zwar auf den Wert Rotation, den wir hier angeben. Aber wenn wir das machen, dann dreht es sich ja nur so ein kleines Stückchen. Aber wir wollen, dass das Rad sich mehrfach überdreht. Und damit es sich mehrfach überdreht, rechnen wir einfach Rotation
plus 360 für eine Umdrehung und dann mal oder so viele Umdrehungen, wie wir haben wollen. Und damit es immer ein bisschen zufällig ist, sagen wir einfach mal math.random. Wir sagen von 13 bis 22 Umdrehungen wird es machen, bis es dann anhält. Wenn ihr den Code nicht versteht, denkt einfach dran, 360 für eine volle Umdrehung, 13 bis 22 heißt, es macht mindestens 13 Umdrehungen und maximal 22 Umdrehungen, bis es anhält. Das ist alles vorherbestimmt. Am Ende wollen wir den Tween noch abspielen, das heißt, wir schreiben hier hinter einfach Tween Doppelpunkt Play. Ihr könnt auch später Tween Doppelpunkt Play, das ist die Animate-Funktion. Und damit das Rad nicht gedreht wird, während es schon gedreht wird, schreiben wir am Anfang der Spin-Funktion einfach hin. If Tween, then return end. Und da wir den Tween oder die Existenz des Tweens als Debounce verwenden, müssen wir natürlich den Tween, sobald es sich fertig gedreht hat, dann auch wieder löschen. Das heißt, wir schreiben hier unter Animate runter. Ich mach das mal hier so zusammen. Und unter Animate schreiben wir Tween.completed.connect. Hier kriegen wir keine Autovervollständigung, weil wir oben nicht gesagt haben, dass das ein Tween ist, aber es wird trotzdem funktionieren, solange ihr es richtig schreibt. Function, Klammer auf, Klammer zu. Und dann sagen wir, Tween ist gleich nil. Da sich das Rad nach dem Tween natürlich mehrfach überdreht haben wird, müssen wir die Rotation auch wieder zurücksetzen. Das heißt, wir sagen, sobald das Rad sich fertig gedreht hat, VGUI.rotation ist gleich Rotation. Genau das, was wir oben bei Animate gemacht haben, nur dass ihr den Unterschied nicht sehen werdet. Die Zahl wird einfach zurückgesetzt auf 0 Umdrehungen und diese Rotation, während es vorher 13 bis 22 Umdrehungen und diese Rotation war. Und damit die Spieler sich auch nicht wundern, warum es nicht geht, können wir natürlich hier unten dann noch hinschreiben, Prox.enabled ist true, während wir hier hinschreiben, Prox.enabled ist gleich false, damit das Proximity Prompt ausgeschaltet wird, wenn man es nicht benutzen kann. Also probieren wir den Spaß jetzt noch einmal aus. Wir gehen auf Spielen, rennen zu unserem Spinny Wheel hin. Da unten ist das Proximity Prompt, ich drücke E und es dreht sich. Wir haben auch einen Error, ich habe wohl was falsch geschrieben, aber es ist auf 1 gelandet und es wurde vorher gesagt, es soll auf der 1 landen. Das heißt, die Animation hat geklappt, ich habe hier aber was falsch gemacht. Tween.completed. Oh, Fehler, natürlich. Ich gehe auf Stoppen, drücke auf Yes, alles cool. Das hier war falsch von mir, das darf man da nicht hinschreiben, wir müssen tatsächlich Tween Doppelpunkt Play hier unten in der Extrazeile schreiben, weil sonst assignen wir auf die Tween-Variable das Ergebnis von der Play-Funktion, was natürlich nicht der Tween an sich ist. Okay, das war ein Fehler von mir. Außerdem, das Rad hat sich jetzt im Uhrzeigersinn gedreht. Wenn ihr wollt, dass es sich auch gegen den Uhrzeigersinn dreht, so wie ich es persönlich von vielen Spinny Wheels kenne, dann wählt ihr nicht Rotation plus 360 Grad, sondern einfach nur Rotation minus 360 Grad aus. Das könnt ihr auch noch anpassen. So, wir testen jetzt noch einmal, ob das auch ohne Errors funktioniert, aber jetzt sollte es auf jeden Fall funktionieren. Blub, gehen wir hin, drücken E, blub, und jetzt dreht es sich gegen den Uhrzeigersinn, wir haben keine Errors, das Ergebnis ist 2 und, wer hätte es gedacht, es landet auf der 2. Wir können jetzt nochmal E drücken zum Spin, jetzt ist das Ergebnis wieder 2, das weiß ich jetzt schon, weil es im Output steht und es ist ganz knapp 2 geworden. Die Chancen sind natürlich jetzt nicht 10%, so wie es hier draufsteht, sondern die Chance ist überall gleich groß, also 20% für jede Option. Das müssen wir natürlich ändern. Damit wir jeder Option eigene Werte geben können, müssen wir natürlich ein Table erstellen, in der alle Optionen drinstehen. Das heißt, wir gehen hier oben hin, schreiben uns jetzt ein Table namens Local Optionen. Das ist ein Table. Und jetzt können wir hier hinschreiben, sowas wie Optionen in eckigen Klammern 1 ist auch ein Table. Und da schreiben wir jetzt alle Sachen über diese Option rein. Natürlich haben wir jetzt 5 feste Optionen. Wir können nicht mehr haben, wir können nicht weniger haben. Es sind immer 5 bei unserem Setup. Das ist die Einschränkung. So, für unsere erste Option haben wir auf jeden Fall einen Namen. Der ist selten. Dann schreiben wir Komma. Außerdem haben wir eine Wahrscheinlichkeit, die ist 1. Was das bedeutet, sage ich euch gleich. Dann haben wir ein Image, also das Bild, das dargestellt werden soll. Das ist dann diese ID hier. Die habe ich einfach aus der Toolbox rausgesucht. Das sind einfach random Image-IDs. Ihr könnt dann eure eigenen Bilder auswählen oder es einfach sein lassen und einen Platzhalter da lassen. Und als allerletztes finde ich es ganz cool, wenn jede Option eine eigene Funktion hat, die ausgeführt wird, wenn sie denn freigeschaltet wurde. Das heißt, wir sagen jetzt einfach Funktion ist gleich Function. Die nimmt als erstes Argument Self, also die Option an sich. Deswegen ist es eigentlich keine Funktion, sondern eine Methode. Und als zweites Argument den Spieler. Und dann können wir hier sowas reinschreiben wie Print Spieler. Name, hat, self.name, erhalten, Ausrufezeichen. Hier kann man natürlich auch Code reinschreiben, der dann irgendwas ausführt, aber jetzt haben wir erstmal nur ein Print. Das haben wir jetzt für Methode 1, das Komma hier können wir weglassen.
Und dann kopieren wir uns den Spaß und schreiben hier unter dasselbe nochmal für Option 2, 3, 4, Zeilenumbruch hier weglassen, 5. Schreiben dann natürlich hier auch 2, 3, 4 und 5 rein und benennen die Dinger dann natürlich auch entsprechend um. Das zweite ist dann halt auch schon selten, hat dann hier eine Wahrscheinlichkeit von 10. Also sie ist 10 mal wahrscheinlicher als Option 1. Das nächste heißt episch und hat dann eine Wahrscheinlichkeit von 20. Das nächste heißt naja und hat eine Wahrscheinlichkeit von 50. Und das nächste heißt dann einfach bruh. Und hat eine Wahrscheinlichkeit von 100. So mache ich das jetzt mit den Wahrscheinlichkeiten. Ihr könnt euch das so vorstellen. Etwas mit der Wahrscheinlichkeit 1 ist einmal im Pool der gesamten Optionen drin. Das hier ist 10 mal drin, das ist 20 mal drin, das ist 50 mal drin und das ist 100 mal drin. Und wenn ihr jetzt eine zufällige Sache aus dem Pool, in der diese ganzen Sachen drin sind, rauspickt, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich am höchsten, dass ihr Bra bekommt, weil Bra ist 100 mal drin, während selten nur ein einziges Mal drin ist. So könnt ihr euch das vorstellen. Natürlich passe ich jetzt nochmal die Bildoption an. Ich habe einfach irgendwelche random Images aus der Toolbox rausgenommen. Ihr könnt eure eigenen Bilder verwenden. Es ist vollkommen wurscht. Aber bei der letzten habe ich nicht mal ein Image rausgesucht. Dann lassen wir das einfach weg. So. So, das sind unsere Optionen, die wir haben. Ihr könnt sie einmal abschreiben. Ihr könnt eure eigenen machen. Wichtig ist, dass der Aufbau gleich ist. Dass es halt ein Table ist, in dem 5 verschiedene weitere Table drin sind. Mit den Index 1 bis 5. Und die haben jeweils den Key Name, Wahrscheinlichkeit, eventuell Image und auf jeden Fall noch eine Funktion. Und jetzt setzen wir den ganzen Spaß einfach mal auf, indem wir eine weitere Variable schreiben. Und diese Variable heißt Local Wahrscheinlichkeiten und ist einfach ein leerer Table. Den werden wir gleich per Code beschreiben. Scrollen wir runter und schreiben jetzt unsere Funktion. Die nennen wir Local Function Setup. Und dort können wir dann auch unsere Optionen reingeben. Warum ich das so schreibe, einfach nur für den Fall, dass ihr das vielleicht in einem Modul verwenden möchtet später und für jeden Spin neue Optionen setupen wollt. Deswegen machen wir das einfach so. Dann könnt ihr immer wieder einen neuen Optionen-Table hinzufügen, auch wenn wir das bei uns jetzt nicht so machen. Denn um jetzt wirklich die Wahrscheinlichkeit von jeder einzelnen Option herauszufinden, müssen wir natürlich die Summe der gesamten Optionen rausfinden. Das heißt 100 plus 50 plus 20 plus so weiter. Also schreiben wir hier in die Setup-Funktion erstmal rein, Local-Summe ist gleich 0. Und wir resetten den Wahrscheinlichkeiten-Table auch, dass er wieder leer ist. Er ist zwar standardmäßig leer, aber falls ihr die Funktion zweimal ausführt, muss es ja auch wieder zurückgesetzt werden. Dann loopen wir einmal durch alle Optionen durch und summieren uns die Wahrscheinlichkeiten und speichern uns im Wahrscheinlichkeiten-Table dann auch nochmal dort die Wahrscheinlichkeiten. Also for Nummer, Option in Optionen do, Summe plus ist gleich Option.Wahrscheinlichkeit und Wahrscheinlichkeiten mit den Index Nummer ist gleich Option.Wahrscheinlichkeit. Diesen Wahrscheinlichkeiten-Table brauchen wir nur später für die Corny Library, in der dann unsere PickRandom-Funktion drin ist, weil ich die mit euch nicht schreiben möchte, sondern die übernehmen wir einfach. Und dann machen wir denselben Loop noch einmal, nur dass wir jetzt die Wahrscheinlichkeiten in Prozent herausfinden und den ganzen Spaß dann natürlich auf unser Real raufklatschen. Das heißt, wir schreiben nochmal for Nummer, Option in Optionen do, Real GUI. Im Real GUI suchen wir nach der Option mit der Nummer, die wir haben. Machen dort dann FindFirstSchaltName. Wir müssen FindFirstSchalt machen, weil es ja die Property Name schon gibt. Wenn die Property bei euch nicht Name ist, könnt ihr einfach Punkt und dann den Namen nehmen. Punkt Text ist gleich Option.Name und dann Real GUI Nummer Punkt Wahrscheinlichkeit Punkt Text ist gleich ToString, Klammer auf, Klammer zu. Und in ToString schreiben wir rein Math.Round, Klammer auf, Klammer zu. Und da schreiben wir dann auch in Klammern 100% geteilt durch die Summe aller Optionen mal die Häufigkeit dieser Option, Klammer zu, mal 100, Klammer zu, geteilt durch 100. Dieses mal 100, Klammer zu, geteilt durch 100, schreiben wir hier so rein, damit wir nicht auf ganze Prozentzahlen runden, sondern wir runden auf 0,00%Zahlen. Und dann dahinter noch einmal Punkt, Punkt, in Anführungsstrichen oben, Leerzeichen, Prozent für unsere Prozentanzeige. Wichtig ist, dass alle Klammern genauso gesetzt sind, wie sie bei mir gesetzt sind, sonst funktioniert es wahrscheinlich nicht so, wie es sein soll. Am Ende sagen wir WeirdGUI Nummer Punkt Image Punkt Image ist gleich if Option Punkt Image, then RBX Asset ID Doppelpunkt Slash Slash Punkt Punkt Option Punkt Image. Und falls es kein Image gibt in der Option, sagen wir einfach WeirdGUI Nummer Punkt Image Punkt Image, also es bleibt das gleiche. Dann End und das wär's. Die Setup-Funktion muss natürlich auch noch ausgeführt werden, das heißt, wir schreiben hier unten dann auch einmal Setup. So. Und jetzt gucken wir einmal, ob das Real auch richtig gesetup wird. Wenn wir hier Spielen drücken und ihr keinen Error in der Konsole habt, ist das gut. Wenn ihr einen Error in der Konsole habt, dann habt ihr wahrscheinlich irgendwas falsch gemacht. Und dann müsst ihr wahrscheinlich nochmal zurückskippen und gucken, wo ihr falsch abgetippt habt. Hier sehen wir jetzt auf jeden Fall unsere Wahrscheinlichkeiten. Wir haben selten, bruh, naja, episch und auch schon selten. Und ihr seht auch die richtigen Wahrscheinlichkeiten. Die Wahrscheinlichkeit von 1 zu was auch immer wir da insgesamt hatten, ist
bei 0,55%. Die Wahrscheinlichkeit von Bra liegt bei 55,25%, weil es sind ja 100 Bras in dem Pool drin, während ein Selten drin ist. Wir haben 50 Nayas, das sind dann 27,62%. Wir hatten 10 Epischs, das sind 11,05%. Und wir haben, hatten wir 20 Epischs oder 5? Ach, ich weiß es gar nicht mehr. Wir hatten auf jeden Fall 10 auch schon Seltens, weil das sind 5,52%. Und wenn wir spinnen, haben wir natürlich immer noch nicht die Prozentchancen. Das Ergebnis ist nämlich 3 und die Wahrscheinlichkeit, dass es hier bei einer 11%igen Chance bei 3 liegt, liegt natürlich nicht bei 11%, die lag gerade bei 20%. Also müssen wir jetzt noch eine richtige Pick-Random-Funktion implementieren. Und da ich die schon mal geschrieben habe und nicht nochmal neu schreiben möchte, nehmen wir dafür die Conny Library. Ihr könnt euch natürlich auch die Conny Library runterladen, gucken, was ich da verzapft habe und euch den Code selbst abschreiben. Ich gucke mir das aber nicht mehr an. Das ist Jahre her, dass ich das geschrieben habe und ich will es mir nie wieder anschauen müssen. Und wir sagen jetzt nicht mehr hier math.random 1,5, sondern wir schreiben hier stattdessen rein Conny Library Doppelpunkt Pick-Random Wahrscheinlichkeit. Und dafür haben wir diesen Wahrscheinlichkeiten-Table, den wir auch genauso aufgesetzt haben wie hier, dass es einfach nur der Index ist mit der Wahrscheinlichkeit und das war's. Deswegen haben wir es so gemacht, weil die Funktion das einfach so verlangt. Und jetzt funktioniert es auch mit den richtigen Wahrscheinlichkeiten. Das Letzte, was wir natürlich noch machen können, ist, nachdem wir das Ergebnis haben, auch die Option aus unserem Optionen-Table rauswählen. Das heißt, local Option ist gleich Optionen in Klammern Ergebnis. Und dann können wir am Ende, wenn der Train completed ist, hier einmal die Funktion ausführen, indem wir sagen Option, Doppelpunkt, Funktion, Spieler. Wenn wir einen Punkt machen würden, dann würde das erste Argument Self-Spieler sein und das würde nicht funktionieren. Deswegen müssen wir wirklich sagen, Option Doppelpunkt-Funktion. Dann ist das erste Argument immer Self und zwar die Option an sich und dann würde das auch funktionieren. Den Print für das Ergebnis packe ich hier mal raus. Conny spinnt das Reel mache ich auch mal raus und damit haben wir unser Spinny Reel auf jeden Fall aufgesetzt. Das wär's dann auch schon. Gehen wir hier nochmal rein, spinnen das Reel jetzt mit den richtigen Wahrscheinlichkeiten. Ich weiß nicht, was rauskommt, weil wir den Print entfernt haben und ist natürlich, wie hätten wir es anders vermuten können, Bra geworden. Ich spin das Reel nochmal. Unten steht übrigens, Conny hat Bra erhalten. Nice. Und es ist schon wieder Bra geworden. Komm schon. Okay, nochmal. Ich spin es nochmal. Ich will wenigstens einmal nicht Bra bekommen und es ist schon wieder Bra. Toll. Ich spin das Reel nochmal. Bitte, bitte, bitte. Jetzt kein Bra und es ist... Es ist naja. Wir haben es geschafft. Okay, es ist naja. Ihr seht also, es funktioniert jetzt wirklich. Bra ist sehr häufig gekommen, dann ist irgendwann naja gekommen, so wie die Wahrscheinlichkeiten auch wirklich sein sollen. Es ist möglich, dass selten kommt, aber es ist halt sehr unwahrscheinlich, weil die Wahrscheinlichkeit liegt bei 0,55. Wenn ihr es noch unwahrscheinlicher machen wollt, dann müsst ihr einfach die anderen Wahrscheinlichkeiten erhöhen. Ich glaube, es funktioniert nicht, dass ihr 0, irgendwas reinschreibt. Es muss schon mindestens 1 sein. Ich weiß es aber nicht mehr, dass ich die Pick-Random-Funktion geschrieben habe, ist zu lange her. Ich weiß nicht, ob ich damals darauf geachtet habe. Aber wenn ihr einfach die Wahrscheinlichkeit von Bra und naja erhöht, dann sinkt automatisch die Wahrscheinlichkeit von selten. Wir können natürlich, wenn dann auch mal selten vorkommen sollte, hier was mit dem Spieler machen. Zum Beispiel Spieler Doppelpunkt Kick. Warum nicht? Schreiben wir hier rein, du solltest Bra bekommen und dadurch führt ihr dann automatisch auch eine Funktion aus, wenn das Ding gespinnt wird. So, gehen wir nochmal rein, spinnen nochmal das Wheel. Das Wheel wird gespinnt. Wir warten ab, was das Ergebnis ist. Das Ergebnis ist... Bra, okay, dann spinne ich es halt nochmal. Ihr seht auch, ich kann es nicht spinnen, während es schon spinnt, sondern ich muss warten, bis es fertig gespinnt ist. Und das ist naja. Und jetzt, wo es naja geworden ist, wurde ich aus dem Spiel gekickt. Du wurdest aus diesem Erlebnis gekickt. Du solltest Bra bekommen. Klicke ich auf Verlassen. Na gut. Also haben wir ein Spinny Wheel gemacht, das mich aus dem Spiel kicken kann. Wunderbar. Die letzte Sache, die ihr vielleicht für euer Spiel noch machen wollt, ist, dass das Ding client-sided wird. Müsstet ihr hier einfach nur nochmal ein Local-Script hinzufügen, in der die Animate-Funktion ist, während die Spin-Funktion in einem Server-Script drin sein soll. Und diese beiden Scripts müssen dann mit einem Remote-Event untereinander kommunizieren, damit es einfach sicher ist. Wenn ihr nicht wisst, wie das geht, schaut euch natürlich meine Roblox Studio Lernserie zu Remote-Events an. Ist oben auf dem i verlinkt. Das sollte aber an sich nicht schwer sein mit der Vorlage, die ich euch schon gegeben habe. Wenn ihr dazu noch weitere Fragen habt, dann stellt sie mir gerne in die Kommentare. Ihr könnt auch gerne das Video anklicken, das ist hier verlinkt ist. Das war's mit dem Video. Bis dann und ciao!